Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Diesmal ist wieder der Henry mein Gesprächspartner. Der ist wieder mit im Boot, da freue ich mich ganz sehr. Henry ist wieder zu Gast und wir fasten auch gerade wieder, wie schon im Dezember. Da hatten wir auch schon ein Video gemacht dazu und das verlinke ich euch einfach auch mal oben rechts in den Infokarten. Und heute haben wir wieder ein interessantes Thema für euch. Wir fragen uns, ob das wirklich so ist, dass die Menschen immer älter werden. Das wird uns ja so vermittelt durch Medien, dass die Menschen immer älter werden. Und da wollen wir heute mit euch drüber sprechen, unsere eigenen Erfahrungen, unsere Gedanken und wollen dazu eigentlich mal eine Diskussion starten. Henry, möchtest du beginnen? Nö, fang du mal an. Okay, da fange ich heute an. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen Großeltern ausgehe, ich habe zum Beispiel keinen Opa mehr. Meine Opas sind beide gestorben. Der eine schon 2001, der andere 2009 und beide waren länger krank, die sind irgendwas mit 71 und 77 gestorben. Beide waren auch schon länger krank, die siechten so ein bisschen dahin und nahmen auch über längeren Zeitraum Medikamente. Und bei meiner verstorbenen Oma war es ähnlich, die war auch lange, lange krank, nahm Medikamente und ist dann vor ein paar Jahren gestorben. Also für mich ist das so, scheint es so, als ob die alten Menschen mit Medikamenten und verschiedenen Therapien eher so am Leben gehalten werden. Das ist ja auch erstmal in Ordnung, aber das heißt ja nicht so, dass die Menschen unbedingt gesund älter werden. Uns geht es vor allem auch heute darum, ob Menschen wirklich noch alt werden und dabei gesund sind. Und das wollen wir heute einfach nochmal ein bisschen auch beleuchten. Wir haben da noch so ein bisschen interessante Informationen für euch. Aber Henry, wie ist es aus deiner Erfahrung, deiner Familie? Also aus meiner Erfahrung und auch in meiner Familie ist es so, dass der eine Opa, der ist damals auch gestorben, der hat einen Herzinfarkt gehabt. Und bei der anderen Oma und Opa, da hast du halt, sag ich mal, die, ich sag's mal mehr oder weniger, die normalen Gebrechen wie Diabetes und ja, noch ein paar andere Sachen. Meine Eltern sind zum Beispiel beide gestorben, beide an einem Schlaganfall und waren auch eigentlich noch relativ jung. Also mein Vater, der war, ich müsste lügen, weil ich war da 6 Jahre alt, ich glaube 42 oder 43. Und bei meiner Mutter war es dann mit 52 der Schlaganfall. Ne? Um nochmal auf das Alter zurückzukommen, in Deutschland, was Silke auch schon angesprochen hat. Ja, auf der einen Seite werden wir älter, aber die älteren Leute werden halt, sag ich mal, am Leben gehalten, mehr oder weniger. Ne? Das ist, wenn man sich das mal anschaut, das ist kein würdiges Leben teilweise. Die Leute werden dann in die Altersheime abgeschoben und. Können sich kaum noch bewegen teilweise, ja, und müssen dann gewaschen werden oder mit einem Rollstuhl irgendwo hingeschoben werden und so, ja. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, um Gottes Willen, aber das stimmt dann vorne und hinten nicht. Ja, wir werden älter, aber wir sind nicht mehr gesünder, das definitiv. Und wenn man sich da andere Volksgruppen anschaut, ja, wo die Leute auch alt werden, aber eben noch durchs Gebirge rennen, jeden Tag, und auch noch mit 80, 90, 100, ich kenne da viele Beispiele. Ja. Hier die Tarahumara zum Beispiel, die Laufindianer. Da laufen alte Frauen und alte Männer, laufen dann noch durch die Berge und haben dabei aber noch sehr, sehr viele Lasten zu schleppen. Also teilweise 20, 30 Kilo. Ja. Die haben da ihr ganzen Mais dabei und ihre Bohnen und dann schießen die da durchs Gebirge. Und wenn man das dann mal mit uns vergleicht, dann ja, ist halt, ne? Genau. Es gibt halt auf der Welt auch bestimmte Volksgruppen, die befinden sich vor allem in den mittleren Breitengraden, da gibt es bestimmte Volksgruppen, die sehr alt werden. Da ist es eigentlich normal, auch über 100-jährig zu sein. Das ist zum Beispiel in Kalifornien der Fall, auf Sardinien, Italien der Fall, in Pakistan, die Hunza, in China, in Japan und auch in Costa Rica, da gibt es Volksgruppen. Das ist ganz normal, alt zu werden und aber auch gesund zu bleiben. Und zum Beispiel gibt es da die Hunzas in Pakistan, also die leben auch in einem Gebirge. Und da gibt es viele Hundertjährige, die auch Bauern sind. Ja, die leben auch, die haben ein hartes Leben. Die laufen zum Teil 30 Kilometer bis zu ihren Feldern. Was heißt hartes Leben? Ja, also ja, ja, ich meine, wie würden Menschen jetzt aus unserer Gesellschaft sehen? Ja, dass ja. Sie, also die arbeiten bis zum letzten Atemzug, sind die in Bewegung und die arbeiten. Und die essen nur das, was dieses Tal oder dieses Plateau, auf dem die leben, das ist ringsherum von Bergen, hohen Bergen umgeben. Da gibt es jetzt mittlerweile auch eine Straße zur Außenwelt. Also man kann da auch hin, also man kann auch dieses Tal, diese Gemeinschaft erreichen, aber die Leute, die leben meistens da unter sich und die ernähren sich auch nur von dem, meistens von dem, was das Tal hergibt. Und das sind viele Früchte, Aprikosen, Äpfel, Kirschen, Birnen. Und sie trocknen auch diese Früchte, die essen sie dann im Winter, wenn es
eben keine Früchte gibt. Ich glaube, ich habe auch gelesen, jeder Hunzerbauer hat eine Ziege, also sie trinken auch ein bisschen Ziegenmilch und sie bauen Gerste an und rösten sich da, daraus in der Sonne auf Ladenbrot. Und bei denen ist auch so, die haben wenig Bäume und die verwenden das Holz, was es da gibt, wirklich nur im Winter zum Heizen. Das heißt, die nehmen die meiste Nahrung roh zu sich. Und diese Menschen, die werden eben sehr, sehr alt und die leben auch in der Gemeinschaft. Das heißt, da wird ja keiner ausgegrenzt, weil er zu krank oder zu alt ist. Die leben da in der Gemeinschaft und ich denke, diese Gemeinschaft und diese Achtung auch vor dem Alter, das ist ganz wichtig, was einen wirklich auch am Leben erhält. Genau, und die Hunzas, also wie schon erwähnt, die ernähren sich nur von dem, was aus dem Tal kommt. Für die gibt es keine Fertigkost, keine Industriekost, kein Zucker, kein Tabak. Sie stellen aus den wenigen Trauben, die es da gibt, auch ab und zu Wein her. Den gibt es aber nur zu besonderen Gelegenheiten. Also sie essen wenig und nur was aus der Region kommt. Und sie sind viel an der frischen Luft, in Bewegung und arbeiten bis zum Schluss. Das kann man so grob zusammenfassen und da gibt es mit die meisten 100-Jährigen. Dann gibt es auch noch ein kleines Dorf in Italien, das liegt südlich von Rom. Das heißt Campo di Mele, muss ich nochmal nachgucken. Und das ist auch so, dass es da verhältnismäßig viele 100-Jährige gibt, dass die Frauen auch im Schnitt 91 Jahre alt werden, die Männer 93. Und dann hat man sich mal wirklich auch gefragt, wieso ist denn das so? Und dann ist man darauf gekommen, dass die Menschen dort zum Beispiel keine Industrieprodukte essen, sondern nur das aus dem Garten, dass sie Gemüse anbauen, dass sie viele Kräuter in ihrem Garten haben, Gartenkräuter, dass sie zum Beispiel auch wenig Salz zu sich nehmen. Sie essen auch nur Brot, was sie aus alten Getreidesorten herstellen. Da gibt es auch eine bestimmte Bohnenart, die nur dort wächst seit über 2000 Jahren, die sie zu sich nehmen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine gewisse Zwiebelsorte, Scalogna-Zwiebel, die essen dort die Kinder wie Schokolade. Ist auch interessant, das muss man sich hier mal vorstellen. Also sie essen auch fast nur Lebensmittel, die da aus der Region kommen, essen auch wenig Fleisch, habe ich jetzt gelesen. Genau, ab und zu Geflügel, ein bisschen Fisch, aber sie essen halt eben auch nur das, was aus der Region kommt, relativ wenig. Und was ich auch interessant fand, man hat dann ein paar Dörfler in ein edles Restaurant eingeladen nach Rom. Und es war so, dass die Dorfbewohner dieses Essen gar nicht essen konnten, weil es ihnen zu versalzen war. Also Essen mit zu viel Salz und zu viel Zucker, das vertragen sie nicht mehr. Das lehnen sie ab, diese Nahrung. Das ist für sie nicht mehr natürlich. Das finde ich sehr interessant. Genau. Und die dritte Gruppe, auf die wir jetzt noch kurz eingehen wollen, das sind die Japaner in Okinawa. Da gibt es auch überdurchschnittlich viele 100-Jährige, wenn man das jetzt auf ganz Japan bezieht. Und die haben zum Beispiel einen interessanten Leitspruch. Man isst nie so viel, dass man satt ist. Also man lässt immer noch ein bisschen Platz. Ich glaube, das kommt auch aus Indien, ne? Die Yogis. Ich glaube, die sagen das viele, auch. Viele, ja. Viele, ne? Viele. Dass der Magen nur zu zwei Drittel voll sein soll. Dann die Japaner auf dieser Insel, die ernähren sich auch viel von Gemüse aus ihrem eigenen Garten, von Algen, Pilzen und geschälten Reis, auch etwas rohen Fisch, den sie aber immer nur so als Beilage essen zum Gemüse. Genau. Und interessant, auf Okinawa gibt es zum Beispiel kein Wort für Rentner oder Ruhestand. Die sind bis zum letzten Tag in Bewegung und im Tun. Das finde ich auch sehr interessant. Genau. Und was ich ganz schön finde auch, dass die älteren Menschen einen sehr hohen sozialen Stellenwert haben auf dieser Insel. Und die Ältesten sind praktisch so die Familienoberhäupter. Und ihre Erfahrungen, die werden eben sehr geschätzt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Alten, ihr Wissen, ihre Erfahrungen, dass das wirklich auch geschätzt wird. Und nicht so wie bei uns, man hat so das Gefühl, abgeschoben werden. Ne? Und wollen wir jetzt nochmal auf die Gemeinsamkeiten. Was haben denn diese drei Bevölkerungsgruppen gemeinsam, obwohl die auch in ganz unterschiedlichen Regionen leben und sich auch unterschiedlich ernähren? Und das wollen wir jetzt mal herausarbeiten. Was haben die denn gemeinsam und was können wir da für uns mitnehmen? Sie haben schon mal gemeinsam, dass sie definitiv in einer sauberen Umgebung leben. Ne? Also da gibt es keine Autos, da gibt es kein Smog. Wahrscheinlich der einzige Smog, den die da oben haben, ist vom Feuerholz oder vom Feuermachen. Ne? Aber ansonsten haben die da frische Luft. Dann das nächste ist die viele Bewegung. Definitiv. Und halt die Ernährung ohne Industriekost. Ja? Genau. Man hat es damals ja schon bei dem Dr. Weston Price, der hat das ja auch über viele, viele Jahre hat er das ja erforscht. Und der hat dann eben auch die Vergleiche gezogen zwischen Völkern, die sich natürlich ernährt haben und zwischen Völkern, die sich unnatürlich ernährt haben. Und bei den Unnatürlichen hat man halt die Degeneration gemerkt, die da immer weiter vorantritt. Und bei denen, die sich natürlich ernährt haben, da gab es sowas halt
sehr, sehr selten. Ja. Also die Studie gibt es kostenlos im Internet, gibt Dr. Reston Price ein bei Google und dann könnt ihr euch diese komplette Studie runterziehen und auch mal komplett durchlesen. Sehr, sehr interessant. Ja, und vor allem die Zähne, finde ich total spannend. Also er hat ja auch die Zähne von verschiedenen Volksgruppen fotografiert, Menschen, die sich traditionell ursprünglich ernähren und Menschen, die sich eben schon von der westlichen Industriekost ernährt haben. Und das war sehr erschreckend, wenn man das so sieht. Auch Generationen später, wie sich das Gebiss über die Generation verändert, dass es dann schon Zahnfehlstellung gibt in der zweiten, dritten Generation. Das ist auch bei den Völkern, die natürlich waren, war, sage ich mal, noch alles super von der Gesundheit her, Zahnbögen waren perfekt. Und dann ist er ein paar Jahre später nochmal, um das zu vergleichen, wo dann die Industriekost Einzug genommen hat, hat sich dann quasi festgestellt, da fangen dann die Degenerationen langsam an. Wo wir uns jetzt gerade befinden, in dieser Degenerationsphase, weil wir werden immer kränker. Wir haben das ja schon mal gesagt, also Zweijährige haben Schlaganfälle und so weiter, ja, das ist nicht normal. Oder, ich meine, das fängt ja schon mit Kleinsachen an, mit Erkältung und so weiter, das ist nicht die frische Luft, das sind wir selber. Wir sind für uns selber verantwortlich, immer und immer wieder. Und was ich dazu auch immer gerne sage, was ist die schlimmste Droge auf der Welt, ja? Mag jetzt für den einen oder anderen wieder, der Henry, was erzählt er da wieder? Aber die schlimmste Droge auf der Welt ist das Essen. Davon gibt es die meisten Toten und die meisten Krankheiten jedes Jahr. Nichts anderes. Und genau. Und bei dem Weston Price, ich möchte unbedingt noch mal was erwähnen, was ich auch sehr interessant fand. Als ich gelesen habe, er hat ja, wie gesagt, verschiedene Volksgruppen besucht, unter anderem auch die Inuit in Nordamerika. Und da war es so, bei diesen traditionell lebenden Inuit, da war auch die Tuberkulose, kam vor, aber einen sehr, sehr milden Verlauf. Und bei den Inuit, die dann eben von westlicher Industriekost sich ernährt haben, auch über verschiedene Generationen, gab es dann wirklich sehr schwere bis tödliche Tuberkulosefälle. Und das zeigt ja schon, dass diese westliche Industriekost, diese Fertignahrung, die heute auch die meisten Menschen hier in Deutschland auch essen. Ich beobachte das ja manchmal in Supermärkten, was die Menschen so einkaufen. Also meistens ist Fertigkost, Industriekost. Mhm. Zu viel künstliche Nahrungs- oder Stoffe in der Nahrung, zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Gluten, also zu viel Fleisch auch aus der Massentierhaltung. Zu viel E-Stoffe. Zu viel E-Stoffe, ja. Die wenigsten hinterfragen das noch. Und das kann einen Körper über die Jahre schädigen. Das wird einen Körper über die Jahre schädigen. Genau. Manche, die sagen mit 30, mir geht's blendend, ich bin immer gesund und krank, aber irgendwann kommt dann der Bumerang zurück. Mhm. Irgendwann fangen die Leiden dann an. Der Körper hat noch so gewisse Ausgleichsmechanismen. Bei dem einen funktioniert das besser, bei anderen weniger. Die bespüren das dann auch zum Beispiel über die Haut. Oft viele Menschen haben auch Haut- oder Verdauungsprobleme. Und genau. Die kleinsten Probleme eigentlich, ja. Ob es nun Gelenkschmerz ist im kleinen Zeh oder ob es über die Haut ist oder Schuppen oder Falten, was auch immer, ja. Also jede kleine Einschränkung hat mit der Ernährung zu tun. Und wir möchten euch jetzt nicht irgendwie verurteilen oder sonst was, weil wir waren alle mal in demselben Hamsterrad und haben Industriekost gegessen. Und deshalb wissen wir auch, warum das so schädlich ist, ja. Und ja, und nochmal auf die Degeneration zurückzukommen, das möchte ich euch auch noch empfehlen. Die Studien von Dr. Francis M. Potentia, der die Katzenexperimente gemacht hatte. Wir hatten es schon mal erwähnt, aber ich finde es noch ganz gut für das Video, dass wir das ja auch erwähnen. Der hat halt auch über 10 Jahre hat er verschiedene Katzengruppen unterschiedlich ernährt. Die eine mit Rohkost, also quasi für Katzen angepasste Rohkost, also Rohmilch, Rohfleisch und so weiter. Und die andere Gruppe dann halt 50% rohes und dann noch 50% Industriekost mit dabei und die nächste Gruppe dann wieder komplett mit Industriekost. Und da hat man dann eben festgestellt, ab der dritten und vierten Generation, Katzen vertragen ein bisschen weniger als wir, und bei der dritten und vierten Generation hat man dann quasi auch so Sachen festgestellt wie Krebs, Schlaganfälle, und die konnten sich einfach nicht mehr fortpflanzen, weil dann die Natur einfach gesagt hat, hier ist jetzt Schluss. Ja. Ihr habt euch so stark geschädigt über die Jahre, es ist jetzt einfach vorbei. Ja? Mhm. Und so, das passiert gerade bei uns, Leute. Das passiert bei uns. Wir können das sehen, wie viele Menschen keine Kinder mehr zeugen können oder nur schwer Kinder zeugen können. Und dann sind die Kinder meistens krank. Ja? Wie gesagt, das passiert nicht wegen der frischen Luft. Das sind leider wir selber. Aber das Gute ist ja, wir können diesen Prozess umwandeln. Also selbst wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr könnt keine Kinder bekommen, stellt euch langsam auf Pflanzenkost um und dann nach ein paar Jahren wird sich das wieder von selber erledigen, das Problem. Ja? Und dann kann man auch wieder Kinder bekommen. Mhm. Gesunde Kinder auch. Ja. Genau, und da fällt mir gerade noch ein, Henry und ich, wir haben jetzt die letzten Tage einen Online-Kongress geschaut, den Darm-Bewusstwerden-Kongress. Wirklich ein sehr, sehr
wichtiger Kongress, wie wir finden. Das war mit eigentlich für mich jetzt mit der wertvollste Kongress. Und hat unter anderem auch der Florian Sauer gesprochen. Das ist dann auch so ein Ernährungscoach. Die machen im Thüringer Wald auch so Gallenblasen, Leberreinigung. Und er hat zum Beispiel auch nochmal verschiedene Darmreinigungen vorgestellt. Also wir sind ja auch davon überzeugt, es ist wichtig, den Darm zu reinigen und regelmäßig zu entfasten. Und der Florian Sauer hat zum Beispiel auch gesagt, dass ihn eine Frau angeschrieben hat, die gesagt hat, nach einer gründlichen Darmreinigung ist sie schwanger geworden. Und vorher eben nicht. Es ist wirklich ganz wichtig, den Körper zu entgiften. Und auch den Darm, das ist ganz wichtig. Der Darm ist, da sitzt unsere Gesundheit. Das ist eine ganz wichtige, der Darm hat eine ganz wichtige Schlüsselfunktion in unserem Körper. Ja, genau. So, jetzt sind wir wieder leicht abgeschweift. Wir waren eigentlich noch bei den Gemeinsamkeiten. Genau, Henry hat schon erwähnt, die frische Luft, die Bewegung. Ich habe auch schon erwähnt, die Algen werden in diesen Regionen auch sehr hochgeschätzt, respektiert und geehrt. Das ist ganz wichtig. Genau. Sie nehmen keine Industriekost zu sich, keine Fertigkost, kein Zucker, wenig Salz, wenig Fleisch von Landtieren, das war hauptsächlich Geflügel, ein bisschen Fisch und das auch nicht in Massen. Und auch nicht, das ist auch kein Fleisch oder Fisch, den sie aus Massentierhaltung zu sich nehmen. Das ist wirklich noch sehr ursprüngliche Nahrung. Und sie würden die meisten Alten, die würden nach unseren heutigen Maßstäben als untergewichtig gelten. Ja? Sie sind eher hager und alle haben keinen Bauchansatz. Ich möchte euch mal fragen, habt ihr schon mal einen 80-Jährigen gesehen, der übergewichtig ist? Wahrscheinlich weniger. Die meisten alten Leute, die sind doch eher hager. Also es ist wirklich so, dass die Organe einfach über die Jahrzehnte, wenn man auch wirklich, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Gewicht mit sich herumträgt, das ist immer zulasten der Gelenke und der Organe. Und irgendwann versagen gewisse Organe auch, weil sie immer mehr verfetten. Ja. Genau, und es ist interessant eben dann zu sehen, dass die Menschen, die so alt werden, auch gesund alt werden, dass die eben kein Bauchfett haben oder eher hager sind, eher ein bisschen untergewichtig, aber eben lange gesund leben. Ich habe noch eine schöne Gemeinsamkeit und zwar, die Völker dort haben alle keinen Supermarkt. Das heißt, sie haben sich nicht abhängig gemacht von Supermärkten und bleiben wirklich ihrer Linie treu und sagen, okay, wir bauen weiter selber unsere Sachen an, weil wir wissen, dass uns das gut tut und dass uns auch wirklich nährt, ja. Und was wir jetzt das Problem haben, da können wir beide uns leider auch nicht da rausnehmen, dass wir halt sehr gut nicht mehr das Essen anbauen. Klar, wir bauen hier Weizengras und Sprossen und sowas an, ne? Das ist schon mal ein guter Start. Und wir sammeln Wildkräuter. Genau, und Wildkräuter, genau. Aber trotzdem wäre es halt wirklich gut, dass wieder jeder so einen kleinen Acker, kleines Grundstück, kleinen Garten, was auch immer bekommt und sich dann selber wieder Nahrung anbaut, ja. Oder wenn die Menschen mehr schauen, wo gibt es regionale Bauern in meiner Gegend, die ich unterstützen kann. Und wenn sie mehr Leute auf die regionalen Bauern zugehen, umso mehr können die auch, da können sich auch so Gemeinschaften bilden. Wenn der Bauer weiß, so und so viele Leute nehmen hier regelmäßig was ab und er hat die Fläche zur Verfügung, dann können auch gewisse Lebensmittel angebaut werden. Genau. Verlässlich. Und was ich auch ganz cool fand dazu ist, früher, jetzt nehmen wir mal das Beispiel New York und Amerika, da haben sich früher die ganzen Rapper, die haben sich da immer abgeschossen und sowas, ne? Und heutzutage haben die dort überall auf ihren Dächern teilweise ganz viele so kleine Gärten angebaut, ja? Also, das nennt man bei denen die grüne Revolution. Und heute tauschen die da Samen aus und ihre Pflanzen und erzählen sich da, was sie haben. Oder hier probieren wir mein Saat und so weiter. Das ist total cool. Und ich schaue mal nach, ob ich den Beitrag nochmal irgendwo finde. Das war echt genial. Nur mal gucken, um mal zu sehen, wie sich die Zeiten ändern. Ne? Und ja, und halt dann auch zu sehen, wo man auch was anbauen kann. Ne? Auf den Dächern oben und nicht halt nur unten. Also die nutzen da wirklich alles aus, was geht. Genau. Man kann sich auch die eigene Küche grün machen oder die eigenen Fensterbänke, die, wie Henry schon erwähnt, Weizengras anbauen, Kamutgras, Sprossen. Ein bisschen Übung geht das Kind da leicht und man kann sich dann zu einem großen Teil von frischer Kost versorgen. Ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles so zusammengefasst. Uns würde mal eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zu diesem Thema? Was sind eure Gedanken und Gefühle dazu? Seht ihr das so ähnlich wie wir oder seht ihr das aus einem ganz anderen Blickwinkel? Wir freuen uns über eure Kommentare. Das war's wieder von uns. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.